der Versuch mal, auch wenn es jetzt ein bisschen schwieriger ist, den ersten Volley hier zu spielen. Du spielst den ersten Volley hier und dann gehst du langsam nach vorne und dann bist du irgendwann hier. Wenn er spricht, dann kriegen auch die ganz Kleinen ganz schön große Ohren. Nicola Kiefer ist im Tennis ja schließlich auch nicht irgendwer, sondern die ehemalige Nummer 4 der Weltrangliste und seit dieser Saison mit großer Begeisterung Nachwuchstrainer beim Tennisclub SCC. Ja, absolut. Diese Arbeit mit den Kindern liegt mir am Herzen und hat großen Spaß gemacht, mit ihr zu trainieren, weil sie auch so dieses Feuer in Augen hat. Und sie sind wissbegierig, sie wollen unbedingt hören, was könnte besser sein, was ist noch nicht gut. Und da macht mir einfach Spaß, auch die Erfahrung weiterzugeben. Die Erfahrungen aus etlichen Jahren Profitennis mit unter anderem 6 ATP-Siegen und der 2004 in Athen gewonnenen olympischen Silbermedaille im Doppel. Nicola Kiefer somit nicht nur Ansprechpartner für den Nachwuchs, sondern auch für die anderen Trainer und bei allem natürlich ein echter Teamplayer im Tennisclub SCC. Ja, Jens und Philipp haben Kontakt zu mir aufgenommen und haben mich gefragt, Mensch, wie sieht's aus mit der Jugendarbeit? Wir haben eine super Jugendarbeit hier im SCC Berlin und haben mich gefragt, ob ich das machen würde oder mit dem Trainerteam zusammenarbeiten würde. Und da habe ich gesagt, ja klar, sehr gerne. Und dann im zweiten Schritt kam ja das mit den Herren 40 da hinzu. Nicola Kiefer wird nicht tagtäglich vor Ort sein, sondern punktuell dem Trainerteam um Chefcoach Mats Olén beratend zur Seite stehen und sich auch ganz gezielt um die Spitzentalente des Clubs kümmert. Und das Gesamtpaket hat ihm sehr gut gefallen. Einerseits für die ersten Herren 40 zu spielen in diesem Jahr und wir versuchen deutscher Meister zu werden mit Nicola. Und gleichzeitig eben die Jugendarbeit so ein bisschen zu unterstützen. Das Ziel ist hoffentlich die deutsche Meisterschaft. Das wird sehr, sehr schwer. Wir haben ganz, ganz starke Konkurrenz, wir haben starke Mannschaften. Aber wir sind auch gut aufgestellt und wir müssen uns, glaube ich, nicht verstecken. Verstecken muss sich auch keineswegs die erfolgreiche Jugend des TCSCC. Mit Julia Su spielt hier eine der ganz großen deutschen Nachwuchshoffnungen. Sie ist Jahrgang 2005 und deutsche Meisterin im Doppel mit LK1. Ein anderes vielversprechendes Talent, Andra Breiku, sie Jahrgang 2007. Die Kleine könnte auch noch eine große Zukunft vor sich haben, ganz besonders dann, wenn sie auch weiterhin so gut zuhört, wenn Nicola Kiefer spricht. Gut. Kommt keiner dran. Den kriegt keiner.